Hasenbären und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Ja, da ihr ja wisst, dass wir eine Konvoi-Gruppe haben, in der wir regelmäßig Konvois am Wochenende veranstalten, mache ich jetzt hier über YouTube einen kleinen Aufruf bei meinen Abonnenten und bei allen Leuten, die dieses Video sehen. Ja, wir suchen weiterhin aktive Mitfahrer für unsere Konvois, beziehungsweise Mitglieder für unsere Konvoi-Gruppe. Falls ihr irgendwie Interesse habt, würden wir uns natürlich freuen. Ich werde eine E-Mail reinstellen, da könnt ihr euch dann natürlich auch über die E-Mail dann sozusagen bewerben. Ihr könnt auch dieses Video rumreichen an Kumpels, Social Networks etc. Falls ihr vielleicht jemand anders noch wisst oder eine Idee habt, wer vielleicht sonst noch bei unserem Konvois in Zukunft mitfahren kann, Freunde oder so, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video natürlich teilt. Ihr könnt euch auch so auf eurem Facebook-Profil einfach teilen und könnt natürlich dann auch Werbung machen, dass ihr dementsprechend Mitfahrer vielleicht noch kennt, die mitfahren könnten bei unseren Konvois. Uns ist egal im Endeffekt, ob ihr YouTuber seid oder nicht YouTuber oder was weiß ich was, ist uns im Prinzip egal. Mindestalter, das Einzige, was wir halt haben, ist ein Mindestalter von 12 Jahren. Falls ihr, sag ich mal, jünger seid, ist es jetzt nicht so, dass ihr dann gleich abgelehnt seid, nur weil ihr jünger seid. Dann habt ihr natürlich trotzdem eine Möglichkeit, in die Spedition zu kommen, indem wir einfach mal hergehen und so eine Art Probefahrt machen. Und dass man sieht, wie ihr fahrt, seid ihr entsprechend reif im Teamspeak und so weiter. Dann könnt ihr auch als jüngere Personen schon an unserer Konvoi-Gruppe teilhaben. Ja, und ich habe jetzt erstmal hier ein Auto mitgenommen. Also nicht Angst haben, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel 10 seid, dass ihr gleich abgelehnt seid. Den ist nicht der Fall. Ihr könnt auch jünger mitfahren, wie schon gesagt. Wir werden das dann in einer kleinen Aufnahmeprüfung, sag ich mal, in der ihr jetzt einfach vor mir fahrt und ich fahre euch hinterher. Oder Charlie fährt euch hinterher oder irgendjemand anders. Dann können wir eine Art Aufnahmeprüfung machen und habt ihr trotzdem die Chance, auch wenn ihr jünger seid, in die Gruppe zu kommen und aktiv an unsere Konvois mitzufahren. YouTuber, Twitcher etc. werden natürlich auch immer wieder gerne gesehen. Ist aber kein Muss. Meinetwegen könnt ihr auch mit eurer gesamten Spedition, falls ihr eine virtuelle Spedition habt, kann auch die ganze Spedition mitfahren. Da wiederum gilt eine kleine Regel, keine Werbung dann für die, bei den Konvois. Für die Spedition von wegen, ja, wir suchen Fahrer, bla bla bla, hin und her. Wenn das vorkommt, werden wir euch natürlich aus unseren Konvois in Zukunft ausschließen. Was natürlich auch verständlich ist. Denn der Konvoi ist nicht da, um Werbung zu machen, sondern der Konvoi ist da, um im Endeffekt einfach Spaß zu haben und gemeinsam zu fahren. Werbung könnt ihr machen, wenn ihr so miteinander fahrt, aber auch nicht vor und nach unseren Konvois. Nicht unbedingt gleich dann direkt, wenn der Konvoi zu Ende ist, die Leute anschreiben, möchtest du in die Spedition kommen, wir suchen noch Fahrer, bla bla bla. Wenn Leute dabei sind, die noch in keiner Spedition sind, werden wir natürlich gerne die in unserer Spedition aufnehmen, falls gute Fahrer sind. Was natürlich verständlich ist, also wie schon gesagt, ihr könnt mit der Spedition mitfahren, aber keine Werbung. Das müssen wir euch leider verbieten, weil sonst im Endeffekt die Leute abgeworben werden. Ja, dann hätten wir das soweit. Ich werde da jetzt irgendwo mal rechts ranfahren, wenn ich es schaffe. Der fällt mir natürlich voll in die Karre rein, war klar. Wenn ich das dann geschafft habe, hier mal irgendwo ranzufahren, dann machen wir einfach hier. Ja, dann bedanke ich mich beim Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Falls ihr neu seid, würde ich mich natürlich über ein Abo sehr freuen. Schaut doch mal bei meinen super YouTube-Kollegen vorbei. Ja, das wäre es dann mal von meiner Seite. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.